Fokus, Fokus. Hallo. Guten Morgen. Ein letztes Mal hier durch die Wälder um Münster streifen, auf der Suche nach guten Motiven. Denn bei mir steht in den nächsten Tagen ein Umzug bevor. Und deshalb bin ich hier heute nochmal unterwegs und laufe hier einfach mal so ein bisschen rum und lasse mich überraschen, was mir so über den Weg läuft. Ich bin doch noch fündig geworden. Ich habe gerade Dammwild entdeckt. Ist jetzt allerdings wieder im Bestand verschwunden. Ein paar Aufnahmen habe ich gemacht. Wir hatten vor einer Stunde ungefähr Sonnenaufgang. Und es ist immer noch so krass dunkel. Diese Automatik hat mir gerade noch 12.800 vorgeschlagen, um das Bild richtig belichten zu können. Bei 1/50 Verschlusszeit. Ja, schwierig da noch gute Aufnahmen zu machen. Wenn ich mit der Belichtungszeit jetzt noch länger gehen würde als 1/50, das würde zwar mein Stativkopf noch hinkriegen, dass das nicht verwackelt. Allerdings, sobald die Tiere sich auch nur ein bisschen bewegen, ist direkt Bewegungsunschärfe drin. Und dann kann ich das Bild auch wegschmeißen. Von daher hatte ich da auch nichts gewonnen. Ich bin schon auf dem Rückweg zum Auto gewesen. Jetzt ist gerade noch ein Dammhirsch vor mir über den Weg, vor mir über den Weg gesprungen. Ich werde jetzt mal langsam weitergehen, gucken, ob er noch irgendwo im Bestand steht oder ob er komplett abgehauen ist. So, ich glaube, hier ist er rein. Allerdings ist nichts mehr von ihm zu sehen. Aber ich werde jetzt mal mehr oder weniger auf die andere Seite gehen. Und vielleicht zeigt er sich ja nochmal.
Ja, dummerweise hat mir der ganze Farnbewuchs hier einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Man konnte nicht wirklich was sehen. Ich habe jetzt eine offene Stelle gefunden. Ich habe jetzt aber eine relativ freie Fläche gefunden und warte mal ab, ob der Hirsch sich jetzt hier nochmal zeigt. In diese Richtung ist er jedenfalls gelaufen. So, ich glaube, es hat keinen Sinn mehr noch weiter zu warten. Ich war jetzt eine Viertelstunde hier und der Hirsch hätte längst vorbeikommen müssen, wenn er in diese Richtung gelaufen ist. Es ist auch gut möglich, dass er sich in den hohen Farnen jetzt einen Ruheplatz gesucht hat für den Tag, beziehungsweise für die nächsten Stunden. Und darauf kann ich nicht warten. Naja, schade. So, ich bin wieder im Auto. Jetzt wird gefrühstückt und dann geht's heute Abend weiter. Und schon ist es wieder Abend. Und eigentlich ist es auch schon viel zu spät. Ich habe jetzt noch ungefähr eine Stunde Licht. Aber früher habe ich es einfach nicht hingekriegt. Mit dem Umzug ist einfach zu viel zu tun. Ja, ich werde jetzt die Stunde noch möglichst gut ausnutzen. Und mal gucken, was so geht. Ich habe gerade direkt vor mir auf der Wiese ein Rehkitz entdeckt. Das ist scheinbar ohne Mutter unterwegs. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Also es scheint ja ganz gut zu fressen und so weiter, aber irgendwie sieht das Fell nicht so gesund aus. Ich weiß nicht, ob das vielleicht normal ist als Kitz, wegen Haarwechsel oder so. Aber ganz gesund sieht das nicht aus. Ich meine auch, ich habe das hier schon mal gesehen, vor ein, zwei Wochen. Da war das auch schon alleine. Also überleben scheint das wohl, aber ich weiß nicht so richtig, ob es tatsächlich gesund ist. Ich werde später mal nachfragen, ob mir da irgendwer vielleicht Info zu geben kann, ob das Kitz gesund ist oder nicht. So, weiter geht's. Thank you.
So, das Licht schwindet und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg zum Auto. Gerade auf dem Rückweg habe ich nochmal das Rehkitz wieder gesehen, was ich vorhin fotografiert habe. Genau auf derselben Wiese wie vorher. Also als ich noch da war, ist es abgesprungen. Und jetzt eine halbe Stunde später war es schon wieder an der gleichen Stelle. Ich glaube, das ist nicht ganz normal, das Verhalten. Wie gesagt, ich werde das mal versuchen, zu Hause in Erfahrung zu bringen. Und ja, zum Tag kann ich nur sagen, absolut erfolgreich. Das Revier hat sich, finde ich, nochmal von der besten Seite gezeigt. Heute Morgen mit dem jungen Schaufler und jetzt auch nochmal mit den schönen Rehaufnahmen. Absolut geil. Guten Abend. Der Umzug ist inzwischen gelaufen und wir sind in unserem neuen Zuhause heile angekommen. Gerade bin ich auf meinem Abendspaziergang mit dem Hund und wir erkunden hier so ein bisschen die neue Gegend. Oh Gott. Ja, so sieht es hier auf dem Weg aus. Wo war ich jetzt? Genau, wir erkunden gerade so ein bisschen die Gegend hier, den neuen Wald und so weiter. Bezüglich des Rehkitzes wollte ich nochmal sagen, nach Begutachtung der Bilder scheint es nicht so, dass dem Kitz irgendwas fehlt. Das Fell sah halt, wie ich schon vermutet habe, so aus, aufgrund des Haarwechsels vom Sommerkleid zu Winterkleid. Ob das Kitz jetzt allerdings durch den Winter durchkommt alleine, wage ich zu bezweifeln, aber ich hoffe es natürlich. Ja, ansonsten hoffe ich, dass das Video Spaß gemacht hat. Ich erkunde jetzt noch mal ein bisschen weiter den Wald hier und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!